blaues Wasser, 37 Grad und hinter uns eine der schönsten Inseln Thailands, Koh Samui. Es kann nur ein fantastischer Tag heute wieder werden auf unserer Südostasien-Reise mit MS Amadea, dem ZDF-Traumschiff. Es ist einfach alles wie gemalt und wie im Bilderbuch. Das Schiff hier, wie es liegt vor der Insel, wenn wir jetzt gleich rüber tendern mit den roten thailändischen Booten, wir haben sie uns eben schon betrachtet, alles wirkt einfach ja wunderschön und ich freue mich gleich, was wir heute in diesem Vlog alles wieder gemeinsam erleben werden. Die 12 Meter hohe vergoldete Buddha-Statue, die ihr hinter mir seht, ist das Wahrzeichen von Koh Samui. Man sieht sie schon von Weitem, also schon während unserer Fahrt mit den Minibussen, Geländewagen, es ist so eine Mischung, konnten wir das Wahrzeichen sehen und es ist natürlich schon ein beeindruckender Anblick, wie er hier so über der Insel thront. Und das hier ist übrigens unser Gefährt für den Ausflug, also von wegen langweiliger klimatisierter Reisebus. Wir machen das Ganze heute etwas abenteuerlicher. Der Wasserfall der Insel ist durch einen etwas beschwerlicheren Weg zu erreichen. Oder vielleicht kommt es mir auch gerade nur so vor, weil wir eine unheimlich hohe Luftfeuchtigkeit haben. Und es sind natürlich auch extreme Temperaturen, deutlich über 30 Grad. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn schon der Weg hierher geht durch den Dschungel. Das heißt, links und rechts hängen die Lianen runter. Die Zikaden, die hört man ganz laut singen im Hintergrund, weil die auch gerade noch Paarungszeit haben und deswegen besonders aktiv sind. Von daher, es lohnt sich für die Stimmung, für das Feeling in jedem Fall. Aber ihr kommt ganz schön ins Schwitzen. Eben gesehen habt, das war vielleicht eins der skurrilsten Ausflugsziele, die ich bisher erlebt habe. Ein mumifizierter Mönch. Dieser Mönch hat seinen eigenen Todestag vor Jahrzehnten genau vorausgesagt, 2 Jahre bevor er dann tatsächlich verstarb, bei seinem täglichen Gebet, bei seiner Meditation. Und sein Körper, der hat sich nach seinem Tod tatsächlich von ganz alleine mumifiziert, ohne das Zutun von externer Chemikalien. Das ist schon tatsächlich sehr beeindruckend. Und dass man diesen Mönch als einen von 3 anderen mumifizierten Mönchen hier auf Koh Samui auch noch so anschauen kann, das ist tatsächlich schon, ja, speziell, würde ich einmal sagen. Jetzt hier sind wir in den Magic Gardens und es ist alles ganz verwunschen und ja, wirklich fast schon magisch. Also ich finde den Begriff tatsächlich durchaus zutreffend und überall stehen Engelsstatuen, Buddha-Statuen, die Zikaden wieder, die ganze Zeit im Ohr sind, das Plätschern des Wasserfalls. Ein fantastischer Ausklang für den heutigen Ausflug. Waren wir unterwegs auf Koh Samui und jetzt sind wir wieder an Bord auf unserem lokalen Tenderboot. An Bord der Amadea sind wir noch nicht, sondern da geht es jetzt gleich hin. Circa 10-15 Minuten tendern wir jetzt noch rüber.
kurzes Fazit zum Ausflug, wenn wir hier einmal noch die Zeit haben. Es war auf jeden Fall ein vollgepackter Nachmittag. Wir hatten ganz, ganz viele Highlights. Es war alles wunderschön. Koh Samui ist eine wunderschöne Insel. Klar ist aber auch, dass natürlich 5 Stunden hier viel, viel, viel zu kurz sind. Man sieht nur einen Bruchteil. Man hat wenig Zeit an den einzelnen Ausflugsstopps. Gerade am Wasserfall hätte ich mir persönlich noch ein bisschen mehr Zeit zur Entspannung gewünscht. Aber trotzdem insgesamt toller Ausflug. Ich fand es vor allem auch cool, dass wir mal mit dem Geländewagen unterwegs waren und nicht immer nur im Reisebus. Insofern, ich würde es euch empfehlen, wenn ihr noch nie auf Koh Samui wart, ihr bekommt einen Einblick in die Insel, der richtig Lust macht, hier nochmal herzukommen. Heute erst relativ spät wieder an Bord gewesen, so gegen 19, 19.30 und dann hatten wir ehrlich gesagt nicht so viel Lust, uns noch großartig jetzt auf Zeitdruck fertig zu machen und dann noch ins Restaurant zu gehen und mehrere Gänge zu speisen. Deswegen dachten wir uns, lass uns viel lieber den Roomservice bestellen. Der ist übrigens auch kostenfrei, also es fällt kein Aufpreis oder so an und sie haben wirklich leckere Pizza. Also Pizza bestellt, ganz in Ruhe fertig gemacht, auf Kabine gegessen, die Getränke gab es aus der Minibar und jetzt schauen wir mal, was der Abend noch so für uns bereithält. Der Hoteldirektor hat heute Abend noch zum Tasting eingeladen von Rum, Whisky und Zigarren. Das alles unter Vollmond, Mondschein, ein bisschen lauschige Jazzmusik dazu und die passende Begleitung mit Sachertorte, dunkler Schokolade und Orange. Ich liebe sowas, ja. Ein wunderbares Ambiente für diesen Abend zum Ausklingen. Weiter mit einem kulturellen Highlight. Und das weiß ich so genau, weil wir es schon einmal in ähnlicher Form auf dieser Reise erlebt haben. Und zwar geht es jetzt zum Chanson-Spieler. Er ist ein Gastkünstler auf dieser Reise. Ich weiß gar nicht, ob Chanson-Künstler die richtige Bezeichnung ist. Deswegen habe ich gerade überlegt. Aber er spielt klassische Chansons, trägt aber auch Gedichte vor. Und es klingt jetzt so ein bisschen angestaubt. Aber er macht es auf so eine fantastische Art und Weise. Auf eine kabarettistische Art und Weise, die ich sehr, sehr schätze, die extrem gut und hochwertig ist. Deswegen freue ich mich da jetzt auch schon sehr drauf. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich sag's gleich offen, ich hab sie gern. Früher hab ich die Menschen nicht gemocht, wie der eine klopft und der andere pocht. Der dritte Mann kämpft und der resigniert, die hängt sich auf und sie revoltiert. Du lernst ihn in einer Gesellschaft kennen. Er plaudert, er ist zu dir nett. Er kann dir alle Tenniscracks nennen. Er sieht gut aus, ohne Fett. Er tanzt ausgezeichnet. Du siehst ihn dir an, dann tritt zu euch beiden dein Mann. Dem Löffel umgerührt. Glauben Sie sicher, es schmeckt wirklich delikat. Sind Sie so, entsteht der russische Salat. Ich liebe dich, ich liebe dich. Der Abend beim Chansonspieler war, wie erwartet, hervorragend. Ich liebe einfach diese Form von Kunst und es war ja einfach ein total runder Abend. Und wisst ihr, was den Abend jetzt noch perfekt abgeschlossen hat? Der Late Night Snack. Den gibt es jeden Abend und es gibt halt immer irgendein Special, aber noch so ein paar andere Kleinigkeiten auf dem Late Night Snack Buffet. Und heute war das Special gebackener Camembert.
Und damit kriegt man mich ja immer. Also egal, wie satt ich schon bin von der leckeren Pizza vorher, der Late-Night-Snack, der muss auf jeden Fall noch sein. So, und jetzt haben wir uns noch einen Drink geholt und genießen hier den Abend mit Ausblick auf die Heckwelle. Das ist so einer unserer Lieblingsplätze auf dieser Reise geworden. Am Bartresen hier am Heck zu sitzen, rauszuschauen. Ganz am Horizont sieht man noch so ein paar Lichter glitzern von Koh Samui, von den kleinen Fischerbooten auch. Und ja, perfekt. So lässt es sich sehr, sehr gut leben und vor allem so lässt es sich auch einstimmen. Dann auf den morgigen Seetag, da haben wir auch wieder das Meer und diesen wunderschönen Ausblick die ganze Zeit. Freibier um 11 Uhr morgens an einem Seetag. Das kann natürlich nur eins bedeuten. Es ist bayerischer Frühschoppen hier auf unserer Amadea. Ich glaube, keine Phoenix-Kreuzfahrt ohne bayerischen Frühschoppen. Das zählt hier einfach wirklich dazu. Und sind wir ehrlich, hat auch was. So hier an einem Seetag mit Blick auf die Heckwelle, ein bisschen schunkeln, Brezen holen, Weißwurst, Oberster. So lässt sich's leben. Mit Golfabschlagplatz. Das heißt, ihr könnt hier von einem Podest aus direkt ins Meer euren Abschlag üben. Das ist natürlich super für alle, die gerne Golf spielen. Ich muss sagen, ich habe noch nie so richtig Golf gespielt. Also Minigolf, ja, bin ich nicht so ein Fan von. Aber vielleicht ändert sich das ja heute hier mit ja, ein bisschen einem anderen Flair. Bin auf jeden Fall gespannt. Eins sei allerdings noch gesagt, natürlich schießen wir nicht mit Plastikbällen ins Meer, sondern die Bälle bestehen aus Fischfutter. Auf unserem Weg zu Tioman Island hatten wir die Möglichkeit, auch noch den Küchenchef der MS Amadea kennenzulernen und ihm einige Fragen zur Kulinarik an Bord zu stellen. Okay, das ist Hauptbestellung, ja, das ist unsere zum Beispiel Hauptsache, ja, das ist Mehl, Daily Product, gefrorenes Fleisch, Fisch auch, so das kriegen wir mit Container aus Deutschland. Die jede 10, 12 Tage, wir kaufen lokale Sachen, frische Gemüse, frische Obst. Das geht jede 10, 12 Tage. Unterschied natürlich, welche Port oder so weiter. Ja? Aber so geplant, jede 10, 12 Tage, wir kriegen frische Obst. Und ist klar, wenn wir sind jetzt in Asien, wo ist diese beste Mango, beste Ananas, beste Papaya, natürlich, wir kaufen da lokale, das ist mehr lokale. Ich sage immer, ja, zum Beispiel, die essen, egal ob europäisch oder asiatisch, wenn es schmeckt, essen, es schmeckt Essen. Ja. Das ist für Leute schon hell. Weil manchmal wir machen, ich weiß nicht, ob diese Reise oder letzte Reise, wir haben Spaghetti Aglio-Olio auf den Deck gemacht. Simple. Diese Reise war sehr gut. Ja, genau. Ja. Simple. Aber alle essen so gerne. Ja? Aber was da drinnen? Ja? Spaghetti, frische Kräuter, frische Chili, geröstete Knoblauch, Olivenöl, Salt, Pfeffer und Liebe. Ja? Ja. Alle zufrieden. Ja. Also, das können wir auch sagen, das war Highlight. Ja. Weil die Leute, ich war selber, und die Leute sind mir zweite Mal, dritte Mal gekommen. Ne? Ja. Das ist so schwer zu sagen, so Highlight auf Kulinarie. Mhm. Ja? Manchmal. Vielleicht manche Gäste essen jeden Tag die schwarze Kaviar und dann sie kriegen einmal schwarze Kaviar, das ist regular auch. Andere, das ist mit Highlight. Ja? So, verstehen Sie, was ich meine?
Human Island, willkommen im Paradies. Paradies, ich kann es gar nicht anders bezeichnen. Human Island wurde einmal als eine der 10 schönsten Inseln der Welt gekürt. Und es ist total nachvollziehbar, denn schon als wir auf unserer Amadea waren, konnten wir sehen, wie im Hintergrund die dichten Wälder sind, der dichte Dschungel, davor kilometerlange Sandstrände. Also einfach ein paradiesischer Anblick. Und dann ja, sind wir einfach einmal rübergetendert, ging ganz schnell 8 Minuten das Tenderboot und dann du kommst raus aus dem Tender, gehst direkt zum Strand, brauchst keinen extra Ausflug, um irgendwo hinzufahren. So stelle ich mir das vor. Kaum andere Gäste, auch kaum Müll am Strand tatsächlich. Das ist leider was, was man in Asien unserer Erfahrung nach hervorheben muss. Ja, aber wirklich tolle Strände. Ja, wir freuen uns auf einen paradiesischen Tag. Wir hatten wirklich einen wunderbaren Tag auf Tioman Island. Es ist eine kleinere Insel, es wurden noch gar keine Ausflüge angeboten. Das heißt, man konnte einfach auf eigene Faust runtergehen, rübertendern und dann ja, die Insel erkunden. Ich habe gesehen, einige Gäste haben sich einen Roller gemietet. Wir persönlich waren nur am Strand, sind noch einmal kurz durch das Dörfchen gegangen und das war es auch schon. Aber hier macht es ja wirklich die Landschaft und die Natur aus. Und das finde ich eben auch das Spannende auf unserer Route. Wir haben ja zum Beispiel noch Singapur als absolute Weltmetropole vor uns. Heute aber diese Natur, diese Idylle, so ein ganz spannender Mix, sodass man Asien auch aus unterschiedlichen Facetten kennenlernen kann. Gut, jetzt bin ich nicht mehr in Badebekleidung, sondern ihr seht, ich bin schon fertig für den Abend und freue mich jetzt auf alles, was heute noch bevorsteht. Und natürlich hat der Kapitän das letzte Wort. Anders als zu Hause. Vielen Dank, lieber Holger. Ihnen allen natürlich hier an Bord ein frohes Osterfest. Sie werden, glaube ich, gleich anschließend nach Ostern erst nach Hause kommen. Deshalb freue ich mich, dass wir gemeinsam Ostern hier noch an Bord feiern. In diesem Sinne, zum Wohl. Das sind Urlaubserinnerungen, die werden Sie noch lange behalten. Ne? Zusammenfassung dieses Vlogs. Auf der einen Seite Koh Samui, wo wir kulturell uns sehr viel angesehen haben. Die Tempel, der mumifizierte Mönch, das war auch ein etwas skurriles Highlight. Heute auf der anderen Seite Tioman Island mit dem wunderschönen Strand. Ja, also das wird mir persönlich noch ganz lange in Erinnerung bleiben. Die Insel mit dem tropischen Regenwald, oben ganz wolkenverhangen, unten der Strand mit dem glasklaren Wasser, das war echt ein Highlight. Ein Krebs haben wir sogar auch noch gesehen, wie er am Strand lang gekrabbelt ist. Also total unberührt und das ist natürlich das Schöne einfach. Mit einem kleinen Kreuzfahrtschiff kommt man genau an diese Orte, wo vielleicht die größeren Reedereien oder die größeren Schiffe sagen müssen, schwierig von der Logistik her mit so vielen Gästen das umzusetzen.
für die Amadea an der Stelle gar kein Problem. Insofern, das war also der tolle Mix und auch der tolle Kontrast der beiden Inseln. Gestern dann auch noch der Seetag mit Gala-Dinner. Der Kapitän, der war auch wieder dabei. Ihr habt auch vom Schiff also eine Menge mitbekommen. Und die Reise ist natürlich auch noch nicht zu Ende, denn morgen, da sind wir in Singapur. Das Fazit zur Reise, das steht auch noch aus. Also es gibt noch einiges, wo es sich noch mal lohnt einzuschalten. Also wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid im nächsten Vlog hier auf Cruise Channel. Bis dahin und ciao, ciao.